Willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren Loadout-Video. Heute nochmal grün, aber diesmal in angemessen bzw. teuer. Das letzte Video, das hier irgendwo verlinkt ist, zeigt euch einmal ein grünes Loadout für nur 43 Euro, also nur die Skins. Knife und Handschuhe sind dann nochmal extra mit oben drauf. Ich glaube, insgesamt waren es dann um die 130 oder 140 Euro. Hier werden alleine die Waffenskins um die 650 Euro kosten und Knife und Handschuhe nochmal oben drauf kommen. Also halt für die richtigen Schwerenöter, die wirklich viel Geld in der Tasche haben. Diese Skins gibt es alle auf Skinbaron und sind herausgesucht von Sneasel. Let's go! Wir fangen bei der AK an und haben hier die Aquamarine Revenge am Start. Lecker Teilchen. Schöne Delfine. Kostet in Minimalware, so wie ich es hier gerade offen habe, 30 Euro. Bei der M4A4 haben wir die Circa mit am Start, auch in Minimalware, mit einem leckeren Sternchen drauf, für 20 Euro. Dahinter folgt direkt die M41S mit dem Skin Moss Quarz, auch Minimalware, und leckere 10 Euro, auch wenn das Skin jetzt nicht so geil ist. Bei der AWP gibt es, glaube ich, kein Vertun. Natürlich ist die Containment Breach die AWP, die man hier in dem grünen Inventory am Start dabei haben sollte. 80 Euro auch in Minimalware. Ich bzw. wir, also Sneasel, der die Skins rausgesucht hat, sagen hier natürlich nicht, dass das die optimalsten grünen Skins sind, sondern das sind eben grüne Skins, die man in so ein Inventory reinballern kann. Es gibt sicherlich eben auch noch andere. Bei den Messern werdet ihr es zum Beispiel merken, da ist halt eine sehr große Auswahl und da zeige ich euch halt dann einfach meine Lieblinge, aber es gibt natürlich noch anderes. Als nächstes, auch im Minimalware, die AUG Craft Jade für 10 Euro. Bei der SG553 habe ich jetzt hier eine Anmerkung stehen, nur Müllskins. Die liegt schon mal kurz. Gibt es überhaupt einen grünen Skin? Ja. Oh, shit. Die Army-Schienen habe ich jetzt hier mal schnell aus dem Arsch gezogen. Hier ist halt wirklich nur Schotter dabei. Also wenn man da durchscrollt, was wirklich geiles Grünes, ist hier halt einfach nicht. Wobei die Lush Ruins dann doch noch etwas besser aussehen, finde ich. Die sehen auch genauso aus, wie viel sie wert sind. 8 Cent, viel testet. Als nächstes gibt es die Farmers Spitfire. Ein schwaches bzw. mattes Grün, aber grünes Grün. 40 Euro. Sie sieht gar nicht so wertvoll aus, aber ja, 40 Euro. In Minimalware. Die Galila R wiederum schallert richtig rein. Das Cerberus. Geiles Teil und auch vom Preis her mit 10 Euro in Fehltestet, so wie man sie hier sieht, wirklich schmackhaft. Und weiter geht's mit einer alten Bekannten, der Scout Necropost. Die kennt ihr noch aus dem anderen Video, also aus dem günstigen Low Green Loadout. Das ist jetzt halt hier genau dasselbe Teil, weil es halt einfach nichts Schickeres gibt, das es eben auch grün hergibt. Das Teil kostet 10 Cent, also... Für 20 Euro haben wir hier die Scar 20 Emerald am Stiesel und die ist schon sehr, sehr geil. Vor allem noch in Kombination mit den, ich glaube, Elites Emerald. Die sind hier bestimmt auch mit in der Liste. Sehr, 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 sehr lecker. Aber gut, wer spielt halt Scar 20 eigentlich? Keiner. Außer Demi. Und auch bei der Dreamglade haben wir hier, glaube ich, wieder eine alte Bekannte aus dem Low-Budget-Green-Loadout-Video. Die ist nice. Also die haben jetzt auch schon ein paar Mal im Stream rausgehauen. Ich finde die sehr hübsch. Klar, G3 SG1 spielt halt auch wiederum keiner. Aber es ist ein schöner Skin. Kann man mal machen. 1 Euro, lecki-schmecki. Und auch noch ganz kurz die Info zu den Preisen. Das sind Skinbaron-Preise. Also wenn ihr die Sachen für den Preis kaufen wollt, müsst ihr bei Skinbaron gucken. Die Sword of Devourer gibt es für leckere 5 Euro beim Barönchen. Klar, hier ist jetzt auch nicht extrem viel Grün, aber es ist genug Grünanteil dabei auf jeden Fall, dass man sagen kann, ja komm, grünes Loadout läuft bei uns. Bei der Mac7 habe ich hier nochmal die Anmerkung, dass es eine extrem teure grüne Mac7 gibt, aber die würde den Rahmen sprengen. Darum die Monster Call. Die andere wäre wahrscheinlich die, also sage ich jetzt mal einfach, die Counter Tarrance für 80 und die nur 50 Cent. Und es ist trotzdem ein schöner Skin. Also da kann man natürlich selbst entscheiden. Ich hoffe, es ist diese Terrasse, weil die, das hat es niedlich dazu geschrieben. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Counter-Taratz die teure Mac7 ist. Hier sind die aktuellen Angebote. Also ich hatte gerade eben die hier offen, die für 88. Da kann man auch noch deutlich höher gehen. Die habe ich jetzt aber auch eben nur ganz schnell gefunden. Also ich habe einfach nur hier oben reingeguckt, was ist grün. Ne? Wenn man sowas nach Farben sortieren möchte, zum Beispiel nach Rot, ist es natürlich schon nice hier auf Skinbaron. Du kannst einfach darüber dödeln und siehst halt hier oben alles drin. Und auch die XM kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Ja, das ist dieselbe wie aus dem Budget-Video. 2 Euro, Minimalware. Yes. Der Green Apple Skin auf der Nova. Leckeres Teil, war logisch, dass der kommt. 8 Euro auf Skinbaron. Ja. Bei dem großen Ratatatatat-Gewehr, bei der M249, liegt die Emerald Poison Dart ganz vorne mit dabei. 2 Euro FN. Läuft. Ihr könnt übrigens sehr gerne weitere Farben vorschlagen. Also wenn ihr ein Ding zu Rot braucht oder sowas, kann gerne Rot das nächste Tutorial sein. Negev, habe ich auch wieder die Info, dass es nur Müllskins gibt. Wir haben ja einmal die Negev Terrain. 20 Cent. Bei der nächsten Wumme, und zwar bei der Mac10, wird es richtig nice. Die Nuclear Garden ist hier. Das hätte ich gerne auf allen anderen Skins auch. Nuclear Garden für zumindest ein paar weitere Skins. Das Ding ist für 13 Euro in Minimalware erhältlich. Und ich sehe gerade die UMP, auch die werdet ihr wiedererkennen aus dem Budget-Video. Und zwar haben wir einmal die UMP 45 Plastik.
Das ist, finde ich, nach wie vor ein sehr nice UMP45-Skin. Kann man sich auf jeden Fall snacken. 1,50 Euro beim Barönchen. In Factory New kommt ja die MP5 SD angeritten mit dem Phosphor-Skin für 8 Euro. Und endlich haben wir die Hydra mit dabei. Schon beim letzten Video hieß es, ah, die Hydra hat doch auch voll gut reingepasst in der verkackten Condition oder sowas. Hier schön MP9 Hydra NFN für 10 Euro. Das ist wirklich lecker. Ein richtig leckeres Teil. Dann auch der Track dran. Mua. Darauf folgt die Fuel Rod für die PB Bison, eine Waffe, die ich nicht sehr gerne spiele, mit einem echt schicken Skin drauf. Ich habe das Ding eigentlich jedes Mal in der Hand, wenn ich sage, oh nein, ich habe mich verklickt. Naja, schöner Skin, mit dem ich mich schon gerne mal verklicken würde. 2 Euro NFN, in StatTrak natürlich mehr, aber die StatTrak-Preise gebe ich die ganze Zeit schon nicht an, sondern ausschließlich die Wear-Preise, wie ich sie eben gerade hier mit FN und FT und so weiter ansage. Die MP7 Empire kann man sich für 2 Euro NFN um die Ohren hauen. Und jetzt kommt ein richtiger Hammer. Diese Emerald Dragon P90 gibt es für um die 80 Euro in FT. Und das ist, das habe ich schon mal auch live gesagt, ein Skin, bei dem kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also vom Aussehen her, nur vom reinen Aussehen. Nicht von einem Trade-Up und hin und her und pipapo. Warum man dann dafür so viel Geld zahlen würde? Also sie hat schon irgendwie was, aber 80 Euro? Für wiederum nur 30 Euro bekommt man diese Nuclear Threat P250 ins Ensemble reingepackt. Das ist schön. Und wer noch 10 Euro rumfliegen hat, kann sich die Monster Mashup in Minimal Wear holen. Hier haben wir noch einen Skin dabei, der könnte auch in ein blaues Inventory gehören, und zwar die P2000 Corticera oder Corticera oder wie es auch ausgesprochen wird. Die kann man sich für 5 Euro in Minimal Wear erschleichen, und hier ist ein bisschen was von dem Skin mit drauf. Was ist da denn passiert? Und ja, auch bei der Glock 18 war wohl jedem klar, was für ein Skin da drauf gezogen sein wird, und zwar der Gamma Doppler Skin für um die 20 Euro. Da sind sie, die Emeralds, von denen habe ich vorhin gesprochen. Bei der Autosnipe war es, glaube ich, in FN, was willst du noch anderes machen, für 30 Euro. Bei der 5.7 wird es wieder ein bisschen schwächer, was die Intensität der Farbe angeht, aber auch die Hotshot hat noch einige Grünanteile mit dabei. Factory Renew, 10 Euro, Ofenbaron, let's go. Die Tech9 ist sehr interessant, denn da hat Miss Needle dazu geschrieben, ich kann die einmal für 20 Euro in Battlescared bewerben oder für 50 Euro in Fieldtested. Jetzt habe ich hier einen Fieldtested und die ist nur 19 Euro sogar wert, beziehungsweise ist hier für nur 19 Euro ausgeschrieben. Also die Nuclear Threat gibt es aktuell auf Skinbaron für 17,29 Euro in FT. Und wer die anderen beiden Emerald Skins bereits am Start hat, der hat logischerweise auch die CZ75 Auto Emerald dabei. Das ist klar. In FN für 20 Euro. Und zu guter Letzt, meine Damen und Herren, kommt die Deagle. Die Desert Eagle Emerald Jürgen. Emerald Jürgen, 150 Euro in Minimal Wear. Wohlgemerkt, da kann man schon mal die Hüllen fallen lassen. Das wären dann jetzt soweit die ganzen Waffenskins gewesen. Hier hat man plus minus 650 Euro ausgegeben bereits, bis jetzt, bis zu diesem Punkt. Jetzt kann man dann noch separat Knives und Handschuhe anschleppen. Bei den Knives habe ich eine recht fette Liste, da lese ich euch gleich einfach nur ein paar vor. Ich zeige euch zwei, den Rest lese ich euch vor. Und bei den Gloves gibt es auch eine recht gute Liste. Wir holen uns bei den Knives einmal das teuerste, und zwar ein Karambit Gamma Doppler in Phase 1, Factory New, für 770 Euro. Und darauf folgt das günstigste, und zwar die Buttplugs Gamma Doppler. Des Weiteren stehen in der Liste noch folgende andere Knives. Bowie Gamma Doppler Phase 2, FN 250 Euro. Gut Knife Gamma Doppler Phase 2, Factory New, 150 Euro. Huntsman Gamma Doppler Phase 2, Factory New, 310 Euro. Falchion Gamma Doppler Phase 2, Factory New für 270. Ein Bayonet Gamma Doppler Phase 2, FN, 740 Euro. Und zu guter Letzt noch ein M9 Bayonet Gamma Doppler Phase 1, FN, 650 Euro. Das sind die Sachen, die Miss Niesel noch mit auf die Liste geschrieben hat. Bei den Gloves werde ich es genauso machen. Ich zeige euch einmal die teuersten, die auf der Liste stehen. Und zwar hier einmal die Specialist Gloves Emerald Web für um die 500 Euro. Aber da müsst ihr halt wirklich gucken, dass ihr ein gutes Angebot habt. Also in FT, die Dinger gehen eben auch für deutlich mehr raus. Man muss dann auch mitunter ein bisschen abwarten und gucken, ob halt ein gutes Angebot kommt. Das Beste, das ich hier gerade in FT sehe, sind 700 Euro. Also das ist für 600 Euro. Und die günstigsten Gloves auf der Liste sind die Hydra Gloves Emerald für um die 100 Euro. Weitere Handschuhe auf der Liste sind einmal die Broken Fang Jade in Field Tested für 120 Euro. Die Specialist Gloves Emerald Web Battlescared für 220 Euro. Die Moto Gloves Turtle in Field Tested für 200 Euro. Die Handwraps Caution in Field Tested für 300 Euro. Und zu guter Letzt die Sport Gloves Hedge Maze in Battlescared für 400 Euro. Somit sind wir mit dem teureren grünen Inventory fertig, beziehungsweise mit dem grünen Inventory fertig. Es gibt, wie gesagt, Abwandlungen, aber das sind eben so unsere Gedanken dabei. Ich bedanke mich hier wie immer fürs Zusehen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne Farben vorschlagen, die wir als nächstes machen sollen. Ich bedanke mich natürlich auch für die Kommentare. Schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass ihr eben reinguckt und
reindödelt. Ihr wisst, ich lese die Kommentare alle und ich beantworte sie auch alle. Es dauert nur manchmal bis zu einer Woche ungefähr, bis ich mit allen durch bin. Finde ich halt immer nice, wenn ihr kommentiert. Und natürlich auch danke für die Likes. Das ist höchst edel von euch. Wir sehen uns somit im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Die Streams sind dreimal die Woche. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Diese Woche wird auch das neue Knife-Giveaway starten. Also rankommen an den Speckes. Die großen Sachen gibt es auf Twitch und kleinere Giveaways, aber auch hier auf YouTube für die, die kommentieren. Also wer fleißig kommentiert, der kann auch was abgreifen. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.